So, wir sind live. Herzlich willkommen, lieber Zuschauer, liebe Investmenterfolg-Community, liebe Vitaminerfolg-Community, zu einem neuen Video zum Thema Mindset im Business. So, im letzten Video bin ich ein wenig auf die Ziele eingegangen, auf die Vision, dann auf das Thema Gameplan und wir waren jetzt beim Mindset beim Zieltagebuch stehen geblieben. Also, der erste Punkt, über das ich heute mit euch reden möchte, ist das Zieltagebuch. Ja, warum das eine so effektive Strategie ist, möchte ich mal ganz kurz erklären. Also, ich habe ein Zieltagebuch, das habe ich 2015 angefangen, dieses Modell, und das funktioniert ziemlich gut. Das heißt, du schreibst jeden Tag deine Ziele auf in dieses Buch und immer wieder dieselben. Und das tust du so lange, bis du tatsächlich diese Ziele erreicht hast. Und warum das so wichtig ist, ist einfach Kontinuität im Denken. Das heißt, wenn dein Fokus, also vieles im Mindset ist natürlich immer ein Fokus, wenn dein Fokus kontinuierlich auf das ausgerichtet ist, was du tatsächlich erreichen möchtest, was du dir vorgestellt hast. Und das in Kombination mit einer gelungenen Visualisierung, weil zum zweiten Schritt nicht nur, dass du das aufschreibst, was du erreichen möchtest, sondern wie du dich dabei fühlst. Du nimmst dir morgens einfach 30 Minuten Zeit oder 15 Minuten Zeit und stellst dir wirklich einmal vor, was für ein Leben möchtest du leben. Ja? Wie soll sich das anfühlen? Mit welchen Menschen möchtest du dich umgeben? Wie sind deine Werte? Welche Person willst du bis dahin sein? Welchen Einfluss willst du auf andere Menschen haben? Das schreibst du in dieses Buch rein. Und du kannst einfach die Ziele so lange aufschreiben, bis du sie erreicht hast. Und bei einigen Sachen ist es tatsächlich so, dass wir sie dann einfach machen, weil wir irgendwann keine Lust mehr haben, sie einfach aufzuschreiben. Also, erster Tipp, definitiv ein Zieltagebuch führen. Und das Ganze aufschreiben. Und vor allem ist es auch eine richtig super Sache, später nochmal reinzugucken. Da kommen wir gleich bei unserem siebten Punkt nochmal darauf zurück, warum das so wichtig und so mächtig ist, dass wir uns auch daran erinnern können. Ja, ein weiterer Punkt, den wir dann nicht vergessen dürfen, ist unser inneres Bild und ja, die Menschen, auf die wir in unserem Kopf und in unserem Denken Bezug nehmen. Also wir brauchen definitiv Mentoren und ein inneres Publikum. Und da gibt es ein sehr schönes Buch für, Act Big heißt das. Und da geht es darum, wie du dir ein inneres, starkes Publikum erstellst in unterschiedlichen Bereichen. Na, sei es jetzt Fitness, sei es dein Business in der Branche, in welcher du auch immer bist. Persönlich, ne, von den Werten her und aber auch für Beziehungen. Also da kann man sich zum Beispiel überlegen, okay, für Sport habe ich mir damals Muhammad Ali genommen und habe mir dann so gedacht, okay, damit ich dann nicht so lazy bin und dann vielleicht nur ein paar Wiederholungen mache, sondern habe ich mir gedacht, okay, alles klar, ich bin jetzt bei der Wiederholung, wo es anfängt, richtig zu schmerzen. Meistens beginnt ja das Champion-Sein, erst wenn du so ein bisschen drüber hinaus, also the last mile, also the one more. Da habe ich mir immer gedacht, ja, was würde Muhammad Ali jetzt sagen, wenn der jetzt neben mir steht und sagt so, hey, ja, super cool, hör einfach auf. Das ist bestimmt, so bin ich natürlich ein super Kämpfer geworden. Wenn man sich, also es muss für einen selber immer passen, aber wenn du dir Vorbilder suchst und Mentoren und die in deinem Denkprozess mit einbindest, dass du sagst, okay, der und der steht in dem Bereich hinter mir, was würde er jetzt in diesem Moment tun? Und sich auch gerne Quotes raussuchen. Es gibt ja richtig viele Zitate, die man sich dann auch merken kann und die man dann aufschreiben kann, um in dieser Situation dann damit klarzukommen. Und auf jeden Fall ist das ein richtig guter inneres Support. Also, weiterer Punkt ist inneres Publikum. Inneres Publikum. So, kommen wir zum dritten Punkt. Alles hängt ja miteinander zusammen. Aber es ist Mindset, es ist ja viel mit, also es ist ja das, was wir täglich denken, das kommt ja zu uns zurück. In Situationen, in Ergebnissen,
in Gefühlen, in Emotionen. Und das ist halt ganz entscheidend. Wichtig ist, überlege dir ganz genau, was lässt du rein? So, was lässt du rein? Und du hast für, also dein Unterbewusstsein, ja, das, was eigentlich die ganzen Gewohnheiten schafft, das, was die Routinen schafft, du bist in einer bestimmten Situation, es kommt ein Reiz von außen und dann wird eine Routine eingeschaltet. Der Punkt zwischen dem Reiz und der Handlung ist ein kleines bisschen Bewusstsein. Und in diesen Situationen haben wir immer die Möglichkeit, uns entweder zu affirmieren, morgens und abends, und uns Dinge zu sagen, die uns aufbauen und die uns unseren Zielen auch näher bringen. Du kannst zum Beispiel, also das ist Affirmation, ja, Selbstsuggestion. Unser Unterbewusstsein muss die Dinge übernehmen. Es hinterfragt das nicht. Es muss die Dinge und muss die Dinge übernehmen. Und dann ist doch die, dann ist es doch viel besser, dass wir bewusst einfach entscheiden, was lasse ich hier oben rein und was will ich denken und hol mir konstruktive Affirmationen. Das kannst du machen. Entweder einmal ja, wie gesagt, mit dem Buch, also eine super gute Buchempfehlung kann ich euch zum Thema Mindset auch empfehlen, ist Reicher als die Geissens von Alex Fischer. Der hat auch ziemlich, ziemlich gute Methoden da drin zum Thema Mindset, zum Thema Management mit Geld. Ganz, ganz wichtig, diese ganzen Tools hier zu haben, auch um einen Magneten der Energie. Also zum Beispiel Geld verdienen im Business ist eine Energie, es ist eine Einstellung, es ist eine, wir ziehen es dann an, wenn wir keinen Mangel spüren. Wir ziehen es an, wenn wir Fülle haben. Wenn du zum Beispiel, also ich war ja auf dem Millionaire Mind, so. Wenn du zum Beispiel denkst, ja, Geld ist die Wurzel allen Übels oder du bist immer neidisch auf die Leute, die etwas was erreicht haben und du verachtest das auch manchmal, deren Lifestyle und so weiter. Wie willst du etwas in dein Leben ziehen, was du ablehnst? Das kann schon gar nicht funktionieren. Deswegen ist es ganz wichtig, Mindset und diese Dinge zu hinterfragen. Weil, klar, die Aussage war, entweder you are right or you are rich. Du kannst recht haben. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Affirmationen. Ja. Affirmationen. Wie kommst du an solche Sachen ran? Du kannst zum Beispiel in deiner Nische, in deiner Branche, kannst du einfach mal Affirmationen und dann deine Branche eingeben. Da gibt es richtig coole Sachen. Also zum Beispiel Network Marketing. Gibst du Network Marketing ein, findest du extrem viele Affirmationen. Und was ich dann mache, ich habe eine Liste, ich habe auch so einen Ort, wo ich das, wichtig ist immer Organisation, ne? Also ganz, ganz wichtig, Organisation, du musst wissen, wo die Dinge sind und so, damit das auch Spaß macht. Aber ich habe hier so eine Liste einfach mit ganz vielen Affirmationen, also mit dann unterschiedliche Sachen. Und dann gehe ich häufig einfach entweder spazieren oder ich bin unterwegs, ich bin in der Bahn, ich bin bei einem Meeting und dann gucke ich nochmal drauf und dann wiederhole ich die Dinge. Und das ist richtig, dieser Effekt, der ist phänomenal. Das funktioniert auch. Also du kannst ja auch auf YouTube das einfach anhören. Es wird irgendwann einfach so reinsinken. Was auch noch eine ganz interessante Sache ist, sind Motivational Speeches. Da muss man auch der Typ für sein. Ich habe auch in meinem Buch Selbstehrlichkeit, das werde ich im Laufe diesen Jahres veröffentlichen, fertig geschrieben ist es schon. Wenn dich das interessiert, kannst du gerne mal bei vitamin-erfolg.com reinschauen und dir das Inhaltsverzeichnis durchlesen. Dort bin ich nochmal ein bisschen mehr in die Details gegangen, auch zum Thema Motivational Speeches und zum Thema Mindset, zum Thema Selbstehrlichkeit. Wie reflektiert man? Wie findet man sein eigenes Ich richtig heraus und ist selbst ehrlich auch zu sich, was man wirklich will und was hinter den ganzen Motiven und der Motivation tatsächlich steckt. Weil meistens ist es ja gar nicht Geld, sondern mit Geld kann man sich bestimmte Emotionen eigentlich kaufen oder bestimmte Sachen verbindet man damit und dann geht es ja eigentlich eher um diese Emotionen dahinter und dann sollte man ein bisschen tiefer rein und darum geht es im Endeffekt. Also, der weitere Schritt, damit man natürlich auch diese positive Energie und dieses auch anziehen kann, du musst auch erstmal lernen, es anzunehmen im Business. Was meine ich mit annehmen? Da kommt jetzt so ein ganzer Baustein zusammen, der jetzt entscheidend ist. Dankbarkeit. So. Sei erstmal überhaupt dankbar dafür. Wir leben in einer Welt, wir haben jetzt YouTube, wir haben Instagram, wir haben Facebook, wir haben
alle möglichen Tools, um Online-Business aufzubauen, dafür dankbar sein, dass wir in dieser Zeit leben können, dass das jetzt gerade funktioniert. Ich meine, das ist jetzt gerade mal ein paar Jahre möglich. So, wir haben jetzt diese Chance, das zu machen. Erstmal dafür dankbar sein. Dann dafür dankbar sein, dass wir uns überhaupt mental auf unser eigenes Thema schon fokussieren. Es gibt extrem viele Leute, die im Angestelltenverhältnis sind, sich das gar nicht überlegen, auch frustriert da drin sind. Erstmal dankbar dafür sein, wenn wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen, dass wir erstmal überhaupt dankbar dafür sind, dass wir auf dem Weg sind. Und das ist ja, glaube ich, recht entscheidend. Also erstmal dankbar dafür. Und nachdem du das mit dem Zieltagebuch gemacht hast, nachdem du dir ganz genau überlegt hast, wo du hin willst, dir einen Plan, einen Gameplan gemacht hast, und dann ins Handeln kommst und durchziehst, ab dann ist sowieso alles in Ordnung. Ab dann darfst du einfach nur noch dankbar sein. Sei dankbar dafür, dass du es erreichen wirst. Sei dankbar dafür, dass das Ganze in dein Leben treten wird. Weil ab dann kannst du eh nicht mehr viel machen. Entscheidend ist nämlich, anstatt sich immer zu denken, oh, warum kommt das jetzt noch nicht? Warum muss ich so viel machen? Das heißt, whatever it takes. So. Du machst so viel, bis du es erreicht hast. Whatever it takes. Sonst fang gar nicht erst mal ein Business an. Also whatever it takes. So. Und dann sei einfach dankbar dafür, dass das mit der Zeit, wenn du es kontinuierlich durchziehst, einfach in dein Leben kommen muss, wenn du diese Sachen befolgst. So, dankbar für die Chance. So, Dankbarkeit. Dankbarkeit. Du kannst auch ein Dankbarkeitstagebuch führen, indem du die Sachen aufschreibst, die morgens fragst, wofür bin ich dankbar? Das Interessante ist, wenn du dankbar bist, dann und auch bei Affirmationen, du kannst ja nichts anderes denken. Wenn du dich manchmal gestresst fühlst, ne? Also Affirmation und Dankbarkeit baut extrem viel Stress ab, weil du dich mit positiven Dingen beschäftigst und die bauen automatisch, weil dein Gehirn ist, also dein Bewusstsein ist komplett voll mit dieser Idee, dieser Dankbarkeit. Und es wird in dir positive Emotionen auslösen. Es wird gute Energie, weil wir haben ja so eine Mind-Body-Connection. So. Und Stress kommt meistens durch negative Denkgewohnheiten oder kognitive Dissonanz, indem wir etwas ablehnen, was da ist, was totaler Quatsch ist. Weil warum solltest du etwas ablehnen, was da ist? Du musst es erstmal akzeptieren, loslassen. Und das ist wichtig, auch durch diese Emotionen zu fühlen, weil viele Leute sind extrem angespannt und gestresst, gerade in der Selbstständigkeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das zu lernen, so ein bisschen sein Ziel, ja, du guckst auf dein Ziel, so, deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Zum nächsten Thema, super Buchempfehlung von Eckhart Tolle, Jetzt macht der Gegenwart. Ich habe das Buch leider jetzt gerade gar nicht hier. Aber es geht um das Thema im Jetzt-Leben. Also wirklich im Jetzt, auch im Business. Du lebst im Jetzt. Ich meine, wie viel Zeit investierst du in dein Business? So. Frag dich das erstmal, was bist du bereit dafür, in dein Business zu investieren? Was bist du bereit dafür? Oder was willst du damit erreichen? Also welchen Impact willst du haben und was willst du am Ende rausholen? Also für wie viele Arbeitsstunden willst du wie viel verdienen? Und das ist Lebenszeit. Und die entscheidende Frage ist, wo lebst du mental? So, wir haben drei Zeiten. Wir haben die Vergangenheit, wir haben die Zukunft und wir haben die Gegenwart. So, wenn du ein Zieltagebuch führst, ist alles gut. Du bist in der Zukunft, überlegst dir, wo willst du hin, wie kommst du dahin, wie fühlt sich das an, du bist dankbar dafür, dass du dir das vorstellen kannst, machst ein mentales Bild und das kontinuierlich. Das ist der Zukunftsteil. Danach kannst du aber nicht in einem Business sein und die ganze Zeit denken so, ja, in einer Stunde wieder das Meeting, dann dies, dann jenes, dann jetzt, sondern dann lerne, Spaß zu haben bei diesen Dingen. Gerade wenn du Vertrieb machst, wenn du Online-Marketing machst, wenn du Social Media machst, das ist eine Energie, die transportiert wird. Dieser Response, den du bekommst, ja, diese Rückmeldung, die du bekommst, ist aufgrund deiner Energie, die du ausstrahlst, die du fühlst, die du den Menschen mitgibst. Und die kannst du nur haben, wenn du komplett präsent bist. Das heißt, du musst richtig im Jetzt leben. Es ist genau, es gibt nur diesen Moment. Ich meine, selbst was bringt dir das, wenn du ein Business hast, du bist dann vielleicht in 5, 10, 20 Jahren finanziell frei. Wahrscheinlich sogar viel schneller. Ist möglich. Oder du baust dir halt kontinuierlich was auf, weil es gibt auch viele Leute, die arbeiten dann immer noch weiter. Aber die Frage ist,
Ich meine, du willst doch auch im Jetzt leben, du willst auch im Jetzt Spaß haben. Dann überleg dir doch vom Mindset her jetzt, wie du auch durchhalten kannst, dein Business kontinuierlich auch mit Energie und mit Motivation dran zu bleiben. Frag dich, wie kann ich Spaß haben? Wie kann ich noch mehr Spaß haben? Wie kann ich es vielleicht kreativer gestalten? Könnte ich neue Wege ausprobieren? Da habe ich mir jetzt gerade wieder ein Buch bestellt. Ich kann euch das auch empfehlen. Ist das Edison-Prinzip, ja, von Jens Meyer. Und da geht es darum, dass du dir kontinuierlich Ideen suchst. Und das mehr als 20 Stück, jeden Tag mehr als 20 Ideen. Frag dich, stell dir die Frage. Also ich habe immer gesagt, nimm dein Alter so und such so viele Ideen. Weil das Interessante ist, wir haben so Schablonen in unserem Kopf, wie wir denken. Wir haben so bestimmte Schablonen, was wir so kontinuierlich denken. Das sind unsere Gewohnheitsdenkmuster. Und wenn du versuchst, mehr Ideen als 20 Mal zu produzieren, dann wird dein Gehirn plötzlich erschöpft sein von dem, was es alles schon gedacht hat. Und dann kommen eigentlich erst die richtigen Ideen, wirklich kreativen Ideen, vielleicht auch die Ideen, die du noch nicht hattest. Und dann kannst du richtig durchziehen. Als ich damals Bauingenieurwesen studiert habe, habe ich das für Baustatik zum Beispiel gemacht und bin auf super kreative Ideen gekommen, um mir um Spaß dabei zu haben, diese mathematische Grundlage zu lernen. Also, wichtig, dass jetzt, wirklich, lebe im Jetzt. So. Ich kann ja nochmal Eckhart Tolle guckt einfach nach. Genau. Und als letzten Schritt, so, das ist jetzt schon ganz schön viel Inhalt, und als letzten Schritt möchte ich euch noch von Bodo Schäfer die Idee mit auf den Weg geben, und das ist das Erfolgsjournal. Ich habe das, ich glaube auch 2015 angefangen tatsächlich. Ich habe die App Evernote, und ich habe dann in Evernote habe ich dann so eine Liste mal gemacht für jeden Monat, und ich habe mir jeden Tag 5 Dinge aufgeschrieben, die erfolgreich waren, auf die ich stolz bin und für die ich dankbar bin. Jeden Tag 5 Stück. Das musst du mal hochrechnen. Das sind 150 im Monat. Das sind 1800 im Jahr. Und weißt du, was das für einen Effekt hat, wenn du Silvester dir, also oder einen Tag vor Silvester, dir durchliest, was du dieses Jahr erreicht hast?